Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Und diesmal auch in einem ganz besonderen Format mal wieder. Wir haben wieder die Community-Runde. Das heißt, das ist Spielen mit euch, gegen euch und um euch. Genau, wir spielen um eure Liebe. Dabei ist natürlich wieder Joy Cody. Joy Cody kennt ihr ja schon von den letzten Parts und natürlich spielt auch er in der Community-Runde. Meine Güte, was sage ich eigentlich? Er ist der, der die Community-Runde ins Leben gerufen hat. Deswegen heißt ganz herzlich willkommen Joy Cody. Ja, moin moin, Leute. Schön mal wieder Hey. dabei. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich hole mir ja gern mal Co-Kommentatoren ins Haus, weil, weiß ich nicht, das, wenn es nicht gerade so ein ruhiges Aufbauspiel ist, wo ich einfach mal ein bisschen quatschen will, dann finde ich das immer ganz schön, jemanden dabei zu haben, auch wenn ich eigentlich dann die meiste Zeit rede. Aber naja. Kann man auch auf absurde Gesprächsthemen kommen. Das ist richtig. Ganz einfach. Da haben wir aber gerade Naja. gut aufgeräumt hier. Oh. Scheiße. Hab ihn. Schön, schön. So, wir Vielleicht spielen auf Movie, der das Karte kriegt was. Erntetag im Squad Deathmatch. Und Squad Deathmatch ist eigentlich immer ziemlich witzig bei, beim Community Event, weil man halt quasi in kleinen Grüppchen gegeneinander spielt. Es ist natürlich auch ein ganz besonderer Reiz, miteinander zu spielen, aber gegeneinander, das hat auch manchmal was für dich. Man muss nur darauf achten, dass man sich nicht wüst beleidigt und so. Denn das passiert ja auch mal. Nicht wahr, du Ach. Arsch? Geh kacken. Echt. Du bist so dumm. Vielen Dank. Ich hasse dich. Ja, so oft passiert das nicht und man entschuldigt sich ja eigentlich, wenn Also man. ich entschuldige mich nicht. Ich hasse einfach alle Menschen. Oh. What the fuck? Hätte ich eigentlich noch erwischen müssen, den Gwiel. Da hat er mich kalt erwischt von hinten. Zweimal daneben geschossen natürlich, aber. Hallo, wow, wow, wow. Da habe ich gerade geschossen, während ich gerannt bin. Ja, wenn es geht. Hacker. Hex. Ja, aber da Gibst haben du wir den was Gwiel Aimbot trotzdem noch drauf? mitgenommen. Da hat das Magazin gerade noch gereicht. Scheißdreck. Wow. Gibst du da gerade oben auf dem Dach rum oder? Ja, Nee, noch nee, das bin nicht. ich ich. Ah gut, ich bin jetzt tot, weil irgendwie ich konnte nicht Waffe wechseln und laufen konnte ich auch nicht. Wurde ich gemessert. Ist ein bisschen buggy manchmal. Also Battlefield hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Das heißt ja nicht, dass es deswegen buggy sein muss, aber weiß nicht, irgendwie gerade zuppelt das so ein bisschen. Also mir fehlt teils die Kontrolle über meinen Charakter. Das möchte ich damit sagen. Naja, Kontrolle hat man ja eigentlich genug. Man muss eigentlich nur über die Kontrolle gewöhnen, an die Kontrolle gewöhnen, die Also wenn man er hat für nicht seinen das macht, Charakter. was ich mache, dann hat das, was ich möchte, dass er macht, dann hat er keine Kontrolle. Habe ich keine Kontrolle. Das ist ja, als wenn ich sage springen und er duckt sich. Das ist ja nicht Kontrolle. Macht er ja auch nicht. Wenn er springt, springt er auch. Außer wenn da jetzt ein Stein auf dem Kopf ist, da würdest du ja auch nicht rumspringen. Doch, dann springe ich auch rum. Früher wurde mir auch ein Stein auf den Kopf gelegt, damit ich nicht so groß werde. Hat nicht geklappt. Ich bin 1,96 m. Ich bin riesig. Aber ich sage immer, ich wäre. Was denn? Ich bin auch so um die 1,90 groß, aber Ja, die alle Franzosen. sagen, ich wäre klein. Die Franzosen wären schon riesig, du. Nein, die Franzosen, die sind klein, das sind Winzlinge. Wenn du da auf ein Konzert gehst, du bist als Deutscher so, sind wir hier beim Rendezvous von Zwergen? Ich Hallo? glaube, mein. Sind hier welche Leute überhaupt? Ich weiß nicht, Also was ich mit war meinem beim. Battlefield gerade los ist. Also irgendwie. Ja, da wurde ich vom Server geschmissen. Cut. So, Beim und da sind wir auch Aufrechterhalten. schon wieder. Ja, teilweise werde ich ein bisschen gekickt. Da hat man dann so gesagt, so, ne, der Farewell, da haben wir mal gar keine Lust drauf. Den kicken wir jetzt einfach vom Server runter. Kann ich nachvollziehen. Wer hat denn schon Lust auf mich? Ihr guckt mich wahrscheinlich auch nur, weil DSDS wieder nicht läuft, ne? Seid doch ehrlich. Nein, also. Nee, ich guck nicht Oh, das ist gerne. schön. Wenigstens einer. Weißt du, Schleim, Schleim. da ist einer, der guckt mich gerne, Leute. Da ist einer, der guckt mich gerne. Nein, also ich versuche ja, meinen Kanal ein wenig ernster aufzuziehen jetzt in letzter Zeit. Also, was heißt ernster? Es ist natürlich immer noch eine Sache des Spaßes und das muss es auch bleiben. Es ist ein Hobby. Und wenn ich dieses Hobby nicht mehr aus Spaß, sag ich mal, ausübe, dann wird das auch scheiße. Und es gibt halt Let's Player, da sieht man das. Ich nenne keine Namen, aber ich finde, es gibt Let's Player, da sieht man ganz eindeutig, dass es halt einfach kein Hobby mehr ist, dass es halt einfach nur noch purer Ernst ist, weil es Geld gibt. Und da Ja. finde ich, da ist so ein bisschen die Seele raus. Also,
da. Weiß ich nicht. Naja, bei den Leuten, die das wegen Geld machen, die sind ja auch nicht gerade so wirklich die Größten. Also ich kenne jetzt keinen, der wirklich das nur Ach, wegen scheiße. des Geldes wegen macht. Na gut, Nee, nein, manche nein, haben nein, schon. nein, nein, verstehe mich bitte nicht falsch. Also ich bin immer der Meinung, große Let's Player sind nicht arrogant. Also ganz im Gegenteil. Es muss einfach ein gewisser Schlag Mensch muss es sein, um Let's Plays machen zu können. Und ich meine, wer sich jetzt jemand hier so hinstellt und sagt, ja, ich bin viel geiler als die anderen, ja, hab halt überhaupt keinen Bock auf meine Abonnenten und ich finde euch eigentlich alle scheiße. Ich meine, sowas abonniert man dann ja auch einfach nicht, ne? Nee. Das ist ja keine Frage, aber also ich finde, es geht halt schon, also doch, 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 also das, wie gesagt, ich möchte keine Beispiele nennen, aber ich finde durchaus, dass es Beispiele gibt von Let's Playern, die das halt nur noch wegen des Geldes machen. Beziehungsweise, nein, also das ist auch falsch, aber wo einfach ein bisschen das Herzblut raus ist, möchte ich sagen. Genauso, lass mich das so formulieren. Beispiele von Leuten, wo ein bisschen das Herzblut raus ist. Und das ist dann immer sehr schade. Oh, ein guter Kill. Naja, manche haben ja auch schon jetzt aufgefordert mit, weil es wird ja die letzte Zeit öfters gesagt, dass oder gemerkt, dass die Leute Adblocker und so weiter benutzen, damit die keine Werbung vor den Videos gucken können. Ja. Und da haben auch schon manche aufgefordert, dass die das gerne, nur wenn sie halt wollen, und auch damit sie unterstützt werden, halt den Adblocker bitte ausmachen sollten. Das ist ja, das finde ich wiederum was anderes. Also, ich meine, es ist einfach so, ich meine, das ist schwierig. Also, es hat halt nichts mit nur wegen des Geldes zu tun. Ich meine, wenn man davon lebt, ja gut, dann ist es wieder was anderes. Aber, ach, weiß nicht, das ist so schwierig zu sagen. Es geht mir vielmehr um die Stimmung des LPers. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man sehr viel Geld damit macht. Das gönne ich auch jedem. Also, keine Frage. Wenn man so einen wunderschönen großen Kanal hat, dann soll man da bitte auch 10 Milliarden Euro mitmachen. Das ist mir völlig egal. Aber wenn es halt so ist, so, ja, gehen wir mal hier lang. Ja, kein Bock und, ja. Dann ist es halt, weiß ich nicht, dann ist es halt schade. Und wenn das dann halt immer noch verbunden ist mit einer hohen Videoquote und die sind allen so, ich meine, okay, dann lebt das auch nicht mehr lange, muss ich sagen. Aber weiß ich nicht. Es ist ein ganz schwieriges Thema, es ist sicher so. Und ja, Adblocker, also, oh, da wurde ich gemessert. Habe ich nicht aufgepasst, da hat mich der Cobra weggemessert. Ah. Nee, es ist, das ist ein schwieriges Thema. Und ich meine, ich bin auch glücklich, wenn ich, sag ich mal, am Ende des Monats halt einen hohen Betrag, sag ich mal, wieder sehe. Ich meine, ich mache damit nicht viel Geld, ne? Überhaupt nicht, also gar nicht. Ich darf halt nicht sagen, wie viel Geld ich damit genau mache. Fakt ist, ich mache da wohl ein bisschen Geld mit. Aber das ist jetzt nicht irgendwie. Naja, also. Scheiße, Ein was? Gehalt. Das ist das. 0% hat er ein Glück, der Phrase. Ne, das ist alles noch im Rahmen, sag ich mal so. Aber auch ich freue mich natürlich, wenn ich, sag ich mal, viel Geld damit verdiene. Das ist ja ganz logisch. Wer denn bitte nicht? Wer freut sich denn bitte nicht, wenn er viel Geld verdient? Also, es ist. Das finde ich immer ein bisschen heuchlerisch, wenn man sagt, nö, ich will damit kein Geld verdienen. Das finde ich geldgeil. Also, bitte. Dann darf man auch kein Taschengeld. Na, 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 bekommen, hier. Taschengeld bekommen, ja, Danke. nur oder fordern. Fordern. Einfordern. Ich fordere im Namen des Volkes. Nein, nein, also. Nee, nee, also Geld ist immer so eine Frage und ich meine, klar, Geld verändert das alles ein bisschen und auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, verändert das ein bisschen und man muss auch sagen, die Einfachheit, mit der man Geld verdienen kann, das ist. Oh, da ist ja Gewitter. Naja, das verändert das alles ein bisschen, das stimmt schon. Aber. Du hast die Munition? So. Aber ich weiß nicht, oh Gott. Es darf nicht dahin ausarten, sagt man, dass man das nur wegen des Geldes macht. Nee, das ist einfach meine Meinung. Es tut es meist auch nicht. Jetzt bitte nicht irgendwie denken, ich hätte jetzt, ja, ich würde jetzt hier 1000 Leute kennen und alle Let's Player, die das für Geld machen oder die ja Werbung für ihre Werbung, für ihre Videos schalten, das sind geldgeile Säcke. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Überhaupt nicht, also eigentlich eher im Gegenteil. Aber es fällt halt teilweise doch auf bei manchen. Naja, und also mir jetzt persönlich, man kann sich ja immer bitte eine eigene Meinung bilden. Ich bin ja immer voll der Fan von eigenen Meinungen. Wenn man sagt, du Mike, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, gerade bei den großen Let's Playern, ey, dann bitte sofort in die Kommentare schreiben, habt Teil an der Diskussion, ja, bitte, bitte. Also wirklich. Naja, da ist es halt, naja. Gut, aber das ist halt immer so eine Frage, so, ja, naja.
Es ist halt immer wieder ein Thema. Also wenn man mal ins... Du Da kannst... wurdest du schon oft auch gesagt, dass du geldgeil oder so Überhaupt nicht, bist. überhaupt nicht. Also ich bin ja auch jetzt, sag ich mal, ein extrem kleiner, sag ich mal. Also ich bin ja nur wirklich kein großer Na, Let's Play. extrem klein kann man nicht wirklich sagen. Doch, doch, doch. 9000. Ja, aber das sind Also. doch alles, es ist doch zum großen Teil ist das doch inaktiv. Also es ist nicht, dass ich... Ah. So realistisch, ich habe 20 Kugeln in der Schulter und ich messere dich mit eben diesem Arm. Naja. Ja, den habe ich aber gerade zurückgemessert. Und dafür messert mich Real. Das ist so lieb von dir. Nee, nein, nein, also das sind ja zum größten Teil inaktive Abonnenten. Und ich meine, YouTube tut ja, sag ich mal, den übrigen Teil dazu, dass man halt nicht immer alle Videos von mir sieht. Deswegen poste ich das ja auch immer auf Facebook und ich weise immer darauf hin. Wie gesagt, ich möchte das jetzt alles, sag ich mal, auf einen relativ hohen Standard bringen, sag ich mal, dass ich mich auch durchaus von der Qualität her mit großen Kanälen messen kann. Deswegen auch der neue Computer, sag ich mal. Dass da zumindest von dieser Seite keine Probleme kommen können. So, ja, naja. Ne, ich möchte das halt alles mit dem nötigen Ernst aufziehen. Und ich möchte halt wirklich eine gute Qualität bringen. Und ich möchte gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, wie weit ich mit YouTube kommen kann. Das möchte ich wirklich. Und da bin ich sehr neugierig drauf. Und ich merke, sag ich mal, je mehr Zeit ich da reinstecke, dass es auch was bringt. Das merke ich halt. Aber ich möchte halt gucken, wie weit man kommen kann. Einfach so. Weißt du? So, das ist so die Idee dahinter. Mehr nicht. Naja, wenn dir jetzt, sagen wir mal, YouTube anbieten würde, das soll ja bald diese bezahlbaren Abo-Kanäle kommen. Wenn dir YouTube das jetzt anbieten würde, dass die dir dieses Angebot machen würden, dass du jetzt gerade so ein bezahlter Kanal werden solltest, dass du pro Abo halt einen Teil wieder abbekommst, Nö. wärst du bereit, das Nö. so zu machen? Nee, das ist YouTube nicht für mich. Also, das ist ja meine Abonnenten für das, was ich mache, bezahlen lassen. Und das ist voll ge Nö, das finde ich nicht gut. Also, weiß ich nicht. Für einige Kanalmodelle ist das sicher gut. Aber, ich will kein Geld von meinen Abonnenten fragen. Vor allem bin ich dann, sag ich mal, in so einer Bringschuld, weißt du? Weil man mir dann halt wirklich sagen könnte, ja, ich habe ja Geld dafür bezahlt, also bring jetzt mal die Videos. Ich hab da ja für bezahlt, so. Und das ist immer so. Ja, nee. Weißt du, das bringt dich in eine unglaublich dämliche Position als Videomacher, finde ich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem Ja, ist als es dann Let's Player, wirklich, also, damit. wenn man mir jetzt vorwirft, ich würde meine Abonnenten melken oder so eine Scheiße, dann kann ich halt sagen, ja, das stimmt einfach nicht. Weil niemand halt wirklich aktiv Geld bezahlt oder Geld zahlen muss, damit ich in irgendeiner Weise Content bringe. Wenn ich dann allerdings, sag ich mal, alles auf Geld ausrichte, dass man halt Geld zahlen muss, damit ich Content oder dass man mein Content sehen kann. Alter, wir spielen aber echt scheiße gerade. Also nicht gut. Nicht echt scheiße, aber echt nicht gut. Dann ist es ja, zieht dieses Argument nicht mehr, weißt du? Und ich möchte halt nicht, dass man was bezahlen muss, damit man meine Videos sehen kann. Schön ist es natürlich, wenn man, sag ich mal, sich die Werbung anguckt, aber auch das. Im Endeffekt mache ich das ja für mich und nicht für Geld. Es ist ja ein Hobby. Und wenn sich das halt ein bisschen selbst finanziert und wenn ich da, sag ich mal, kleines Taschengeld davon kriege, wenn ich mir davon hin und wieder einen neuen Computer kaufen kann, sag ich mal, das fließt ja alles im Grunde genommen wieder zurück in die Videos, ne? Das ist ja nicht so, als... Ja. Es ist ja, naja, wie gesagt, also... Eben und neben, indirekt. Ja, naja. Gut, also ich würde diesen Part an dieser Stelle gerne beenden. Ich fand es sehr interessante Themen. Gameplay-technisch nicht ganz auf dem höchsten Niveau, aber wenn man viel über Themen nachdenkt, weiß ich nicht, dann kann ich immer nicht so gut hier mich drauf. Ja. Und wenn man immer von hinten gesnipert wird, dann kann man natürlich auch nicht so gut. Na gut, Leute, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass Joy Cody mal wieder dabei war und ich würde mich auf den nächsten Part mit euch freuen.